Manche Menschen haben den Eindruck, dass die Macht des Teufels in ihrem Leben einfach zu groß ist. Dass er kommt und Zerstörung bringt und dass er so mächtig ist, dass Gott fast keine Möglichkeiten dagegen hat. Und immer wieder wird folgender Bibelvers in diesem Zusammenhang zitiert. Seid nüchtern, wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben. Und man hat das Gefühl, da ist ein irrwitzig, aggressiver, großer, gefährlicher, gewalttätiger Löwe, der umherstreift und einfach nur Zerstörung anrichtet. Aber weißt du, was dieser Vers eigentlich sagt? Zunächst einmal natürlich, dass wir wachsam sein sollen und nüchtern sein sollen, weil er ist gefährlich durch seine Verführung und seine Verlockung. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher. Er geht umher. Er streift umher. Er ist busy. Er ist beschäftigt. Er ist sogar sehr beschäftigt. Er ist voller Hektik. Er ist voller Panik. Er ist ganz schnell unterwegs und sucht, wen er verschlingen kann. Er ist nicht relaxed. Er ist nicht souverän. Weißt du, von Gott heißt es, dass er auf dem Thron sitzt und er ist völlig entspannt. Er ist völlig entspannt, er hat alles im Griff. Aber der Teufel ist vollkommen in Hektik und versucht irgendwo, wo er nur kann, Zerstörung anzurichten. Und deshalb stellt er sich auch als brüllender Löwe dar. Das heißt ja nicht, dass er einer ist, sondern er tut nur so. Er verhält sich so. Er brüllt und macht Drohgebärden, um Leute einzuschüchtern. Und dann sucht er. Ja, warum sucht er denn? Ja, weil er erstmal jemanden finden muss, der sich verschlingen lässt. Verschlingen bedeutet besiegen, überwältigen, bezwingen. Er muss erstmal schauen, wo ist jemand, den ich bezwingen kann? Wo ist jemand, der sich von mir überwältigen lässt? Er kann nicht willkürlich hier hin und dorthin gehen und einfach Zerstörung anrichten, sondern er muss schauen, wo habe ich die Möglichkeit, Menschen zu bezwingen. Er sucht. Und dann sagt uns der Vers weiter, dem widersteht standhaft durch den Glauben. Das ist die Aufgabe, die wir haben. Wir sollen uns nicht überwältigen lassen, sondern wir haben ihm zu widerstehen. Standhaft dagegen zu stehen. Wenn Mächte der Zerstörung kommen, haben wir uns einfach dagegen zu stemmen. Wir haben das Wort Gottes zu nehmen und wir haben zu sagen, nein, ich lasse diese Mächte von zerstörerischen Tendenzen einfach nicht zu. In meinem Leben, in meiner Gemeinde, in meinem Umfeld, wo auch immer. Da kommt Zerstörung in deine Beziehung, Zerstörung in deine Gesundheit, Zerstörung in deine Finanzen, Zerstörung in deinen Arbeitsplatz, was auch immer. Und du musst Position dagegen beziehen und musst sagen, nein, ich widerstehe dem. In Jakobus sagt uns die Bibel, unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Weißt du, das ist ein Zusammenhang. Unterwerft euch Gott und widersteht dem Teufel gehört zusammen. Wenn du Lebensbereiche hast, die nicht Gott unterworfen sind, dann wirst du in diesen Bereichen nicht dem Feind widerstehen können. Aber wir haben ihm zu widerstehen und er wird fliehen. Psalm 91 sagt, auf Löwen und Ottern trittst du, Junglöwen und Schlangen trittst du nieder. Wenn der Feind als Schlange oder als Löwe kommt, er gehört unsere Füße. Wir haben da drauf zu treten. Wir haben uns nicht von ihm bezwingen zu lassen, sondern wir haben ihn zu besiegen. Das ist das, wozu die Bibel uns auffordert. Widersteht den negativen Tendenzen. Du brauchst dich nicht verschlingen zu lassen. Du brauchst dich nicht besiegen zu lassen. Du kannst mit der Hilfe des Herrn dem widerstehen. Weißt du, du kannst es dir so vorstellen. Stell dir vor, da ist ein riesiges Gitter. Mächtige Eisenstäbe. Auf der einen Seite ist der Feind, der sich da als Löwe gebärdet, und auf der anderen Seite bist du. Und er droht dir und sagt, du musst hindurchkommen, du musst zu mir kommen, du musst auf diese Seite des Gitters kommen, sonst komme ich und verschlinge dich. Aber das Gitter ist so, dass er gar nicht durch kann. Es ist zu eng. Aber du kannst durchgehen. Du könntest hindurch in den Käfig hinein. Aber du brauchst dich gar nicht hineinzubegeben in diesen Bereich der Gefahr. Du brauchst nicht hineinzugehen. Er lockt dich, er droht dich, er sagt, komm hierher, sonst tue ich dir was an. Aber du brauchst nicht. Du kannst widerstehen und kannst sagen, mit meinem Gott kann ich dich sehr wohl besiegen. Und ich kann den zerstörerischen Tendenzen, die du in meinem Leben hier anrichten willst, ich kann ihnen Einhalt gebieten. Lasst nicht zu, dass der Teufel dich und dein Lebensumfeld zerstört, sondern widersteh ihm. Und du wirst sehen, mit der Hilfe des Herrn kannst du in etwas
völlig anderes hineinkommen. Denn hierzu ist der Sohn Gottes offenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Gott hat mehr für dich.